Mehr als 10 Millionen Menschen nutzen in Deutschland angeblich die Social-Media-Plattform TikTok. Zwischen Tanzvideos und Menschen, die Gesangstalent beweisen, finden sich auch immer wieder Videos, bei denen Hörende Songtexte in Gebärdensprache übersetzen. Ist das schon ein Schritt auf dem Weg zu mehr Inklusion oder sind solche Videos ein Fall von gut gemeint ist nicht gut gemacht? Wir fragen nach bei Tiffany Schweder. Sie ist gehörlos. Die 31-Jährige lebt im Kreis Offenbach und produziert Content für TikTok und Instagram. Ich finde es toll, wenn Hörende Interesse daran haben, Gebärdensprache in die Choreografie von Songs einzubauen und sich daran versuchen, Lieder zu gebärden. Das zeigt, dass sie sehr motiviert sind, mehr darüber zu erfahren, was uns, unsere Gehörlosenkultur und die Gebärdensprache ausmacht. Aber ich denke, dass sie sich nicht immer so gut in die Ausdrucksweise und Poesie der Gebärdensprache hineinversetzen und sie in die Musik einbringen können wie Gehörlose, die dafür ein besseres Sprachgefühl haben. Auch Annalisa Weil sieht die Videos etwas kritisch. Sie ist CODA, Child of Deaf Adults, also Kind gehörloser Erwachsener. Beide Eltern sind von Geburt an gehörlos. Annalisa ist deshalb mit Gebärdensprache aufgewachsen und hat sie noch vor der Lautsprache gelernt. Sie hat ein Problem damit, dass ganz viele dann denken, okay, wenn ich Gebärdensprache lerne, dann ist es so damit getan, dann habe ich so meinen Beitrag zur Inklusion geleistet. Aber es ist meiner Meinung nach viel wichtiger, dass man sich mit diesem Konzept von Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit und so weiter auseinandersetzt und das versteht und dann im nächsten Schritt Gebärdensprache lernt, um die Community zu unterstützen. Die 21-Jährige aus Frankfurt hat einen anderen Weg gefunden, um sich auf Social Media für Inklusion stark zu machen. In kurzen Videos bringt sie seit über einem Jahr Hörenden die wichtigsten Gebärden für den Alltag bei. Als ich dann angefangen habe, also das erste war so eine 30-Tage-Gebärden-Challenge, habe ich auch gemerkt, wie aufnahmebereit die Menschen sind. Also das war ganz anders als irgendwie Leuten in Präsenz Gebärdensprache beizubringen, weil die das sich immer wieder angucken konnten, die konnten es speichern, die konnten sich dabei was aufschreiben. Und das war irgendwie, glaube ich, für viele auch motivierend, da ja so mehr teilzunehmen. Und das hat mich dann natürlich gleichzeitig auch motiviert, einfach mehr Arbeit und Zeit auch da reinzustecken. Annalisa hat nicht den Anspruch, einen vollständigen Gebärdenkurs auf Social Media anzubieten. Ihr geht es darum, die Menschen für die Sprache von Gehörlosen zu sensibilisieren, neugierig zu machen auf diese ganz andere Art der Kommunikation. Und sie will ein Bewusstsein schaffen für die vielen Herausforderungen, die gehörlosen Menschen im Alltag begegnen. Annalisa ist wichtig. Dass Menschen, die jetzt zum Beispiel hören können, einfach sich ein bisschen mehr einlassen darauf, dass es auch gehörlose Menschen gibt und dass gehörlose Menschen auch total fein damit sind, dass sie nicht hören können und dass es kein Defizit ist, sondern dass es einfach so ein Ist-Zustand ist. Auch Tiffany möchte mit ihren Social-Media-Accounts mehr Aufmerksamkeit für Gehörlose schaffen. Mein Ziel ist es, über unsere Träume, Ziele und unseren Kampf um Barrierefreiheit aufzuklären und damit vielleicht dazu beizutragen, dass man uns besser versteht und sich in uns hineinversetzen kann. Vielleicht kann ich so auch das Interesse wecken, dass sich mehr Leute zu Gebärdensprachkursen anmelden und so die Kommunikation in verschiedenen Situationen verbessert wird, sei es beim Einkaufen oder auch, dass PolizistInnen mehr Gebärdensprache verwenden. Als hörender Mensch einen Song zu gebärden, ist am Ende dann doch nur eine nette Geste. Für echte Inklusion, da sind sich beide einig, müsse noch viel, viel mehr passieren.